So, du müsstest jetzt den Bildschirm freigeben können. Na, geht noch Nein, nicht. warte, ja. Bist schon ernannt. Jetzt Klasse. müsste es gehen. Bitteschön. Danke, Margit, für die einleitenden Worte. Es freut mich, dass ich das Tool Admissio hier vorstellen darf und freue mich, dass Sie Interesse haben an einer digitalen Schuleinschreibung. Ich darf Sie vielleicht ganz kurz auf eine gedankliche Reise nehmen, damit wir ein bisschen das Problem bzw. die Kernaufgabe dieses Anwendungstools vielleicht ein bisschen erörtern können. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Erziehungsberechtigter, Sie wollen an einer Schule sich anmelden, Sie wollen Ihre Tochter, Ihren Sohn anmelden. Sie suchen sich auf der Webseite mühevoll das entsprechende PDF-File runter. Sie füllen das aus, entweder digital oder in den meisten Fällen noch handschriftlich. Sie schicken das dann entweder per E-Mail an die Schule oder kommen zur Schule hin. Dann müssen Sie sich anstellen. Sie wissen, Covid das Problem. Sie müssen sich in Reihe anstellen. Sie müssen sich vielleicht anmelden, damit Sie es abgeben können. Wenn Sie dort sind, haben Sie vielleicht, weil das nicht gescheit beschrieben wurde, einige Dokumente vergessen. Sie müssen wieder zurück, Sie müssen wieder hin. Also das ist ein relativ umfangreiches Prozedere. Wenn Sie es dann geschafft haben, endlich Ihren Schüler oder die Schülerin dort anzumelden, dann kommt es die Themen, ja, ist er jetzt aufgenommen, ist er nicht aufgenommen, wie sieht es aus? Sie müssen wieder in der Schule anrufen, Sie müssen sich wieder dementsprechend informieren und so weiter. Das heißt, es gibt einige Hürden, sagen wir so, Blöcke, die Sie da abzuarbeiten haben als Erziehungsberechtigter. Und wenn Sie jetzt auf der anderen Seite denken, wenn Sie jetzt sich in die Rolle der Administration an der Schule versetzen, wenn Sie entsprechend jetzt sagen, wie mache ich das erst vor allem in größeren Schulen, Sie kennen das vielleicht von Ihren Kolleginnen, das ist sehr aufwendig von Dezember bis April, bis man die Schüler entsprechend auch hier komplett verwaltet hat. Es rufen nur Erziehungsberechtigte an, die wollen was wissen, sie müssen für ihre tägliche Arbeit weggehen, sie müssen rumblättern in ihren analogen Akten, sie müssen schauen, ist aufgenommen, ist nicht aufgenommen, sie müssen dem per Mail was schicken, sie müssen den anrufen. Der Direktor bzw. die Direktorin hat das Thema, sie muss die Schüler einteilen, habe ich so viel, wo kann ich die alle hingeben, wie schaut der Status aus, ich möchte vielleicht eine tägliche bzw. ein wöchentliches Update oder eine Management Summary haben und das erzeugt alles Aufwand, das erzeugt alles entsprechend auch Fehlerquellen. Und das Allerletzte, was ist, Sie müssen das, wie man es im Bundesbereich gewohnt sein, Sie müssen das dann in Socrates importieren. Wie Sie wissen, wer das schon mal gemacht hat, weiß, dass das nicht einfach ist, dass man da einige Dinge zu tun hat, einige administrative Dinge zu tun hat, seine Daten anzupassen hat und so weiter und so fort. Also es ist für beide Seiten ohne eine digitale Unterstützung sehr schwierig aus unserer Sicht. Deswegen haben wir uns, und ich komme aus der HTL in Pinkerfeld, das ist ja da im Südburgenland, das ist eine Schule mit 1400 Schülern und Schülerinnen, zwischen 1400 und 1500, sagen wir mal so, dann mit 150 bis 170 Mitarbeitern und Bediensteten. Und da ist es relativ mit 400, zwischen 400 und 450 Neuanmeldungen pro Jahr. Und aus unserer Sicht hat die Sicht des Admissio bei uns bewährt, um entsprechend hier eine Erleichterung zu finden. Und ich darf eingehend ein kurzes Video herzeigen. Wenn Sie wollen, können Sie den Ton aufdrehen, das ist mit Ton hinterlegt. Ansonsten, es ist ganz kurz, es dauert 1 Minute 30, wo wir ganz kurz vorstellen, was denn hier alles möglich ist. Ich hoffe, Sie sehen meinen Bildschirm. Lieber Bert, wir hören den Ton nicht. Hast du das Hackerl gesetzt beim Loslegen? An sich ja. Aha, weil wir haben keinen Ton. Aber Doch, das ist nur Hintergrundmusik im Prinzip. okay, dann ist nicht schlimm. Dann ist nicht schlimm, ne?
So, also Dankeschön für die Aufmerksamkeit bei dem Video. Ich habe jetzt ganz kurz nur eine Präsentation, bevor wir uns das dann wirklich live anschauen, wie es aussieht. Das Tool heißt Admissio, das leitet sich aus dem Lateinischen ab. Es geht um eine digitale Schuleinschreibung und das ist unsere Antwort auf das, was ich vorher als Gedankenexperiment gesagt habe, für BHMS, für AHS, für Mittelschulen, für konzipiert für Pflichtschulen, für polytechnische Lehrgänge, für Berufsschulen. Also eigentlich kann man das in allen Bereichen der Schulen heutzutage einsetzen. Wir haben den Anspruch erhoben, Anmeldungen nur besser zu machen. Also das ist eine Webplattform zur Anmeldung und Verwaltung von Schulanmeldungen. Um das geht es eigentlich. Warum ist es aus unserer Sicht diese Schuleinschreibung sinnvoll? Ich habe schon ein bisschen erwähnt in meinem Konstrukt, in meinem Fallbeispiel, hier vielleicht nochmal dargestellt in Textform. Also wichtig ist für uns gewesen, warum wollen wir sowas machen? Fehlerquellen zu vermeiden, weil es einfach digital ist, weil der Schüler als Akt mehr oder weniger angelegt werden kann. Das ist das Sinnvolle, wenn man so eine digitale Schuleinschreibung hat. Es gibt ein Anmeldeprozedere, ein anpassbares pro Schule. Das heißt, die kann man das an die Schule anpassen, wie ich es gerne hätte in gewisser Weise. Wir haben die Datenübernahme in Fremdsysteme. Das ist das Wichtige, was wir gesagt haben, weil das doch also einen entsprechenden Aufwand bedeutet. Selbstverständlich DSGVO-konform, eh klar, Covid-19-konform in der Variante auch, weil man eben die minimale Notwendigkeit hat, hier direkt an die Schule zu kommen und sich dementsprechend halt mit irgendwelchen Dingen vielleicht zu nahe zu befassen. Und das Wichtigste aus Sicht der Administration, aus Sicht des Sekretariats ist eben, dass der Einschreiber die Daten selber erstellen kann. Er kann sie ändern bis zu einer gewissen Form, er kann es nachreichen und das Allerwichtigste ist, man kann mit ihm in Kommunikation treten. Also das heißt, man kann eine Statusmeldung versetzen und man kann zum Beispiel auch eine E-Mail-Kommunikation direkt aus dem Tool herausnehmen. Also das ist warum ist das notwendig? Ich habe hier 8 Features entsprechend hier gelistet, 8 Key-Features aus unserer Sicht. Eben die Digitalisierung der Anmeldung. Das heißt, man gibt die Daten selbst ein, jeder ist selbst von zu Hause aus verantwortlich oder natürlich auch, wenn es im Rahmen der Tagtäglichen Tür ist, auch in der Schule. Man entlastet das Sekretariat aus Sicht des Direktors, ganz interessant, weil die können sich dann auf Dinge, die sie wirklich täglich machen müssen, auf andere administrative Dinge entsprechend konzentrieren, durch Fehlervermeidung, durch automatische Benachrichtigung, durch Schülerverteilungen. Das heißt, ich kann bereits, bevor ich im Sokrates bin, kann ich bereits sagen, weil es immer wieder auch um Werteinheiten geht, um diese Art von Notwendigkeiten, irgendwelche Excel-Export zu machen, um sich anzuschauen, wie schaut meine Verteilung aus, wie schaut meine Klassenverteilung aus. Ich kann bereits Schüler in eine Klasse, wenn es jetzt zum Beispiel um Individualisierungen geht, wenn es um Schwerpunkte geht, ich kann das alles einstellen, ich kann das alles machen. Wichtig dabei, ich stelle das einmal ein und kann das natürlich in das nächste Jahr, in das nächste Schuljahr kopieren. Es gibt eine Noteneingabe, das heißt für Noten aus dem Semesterzeugnis, um die Reihung vorzunehmen. Es gibt die Möglichkeit, die Aufnahmeprüfung entsprechend diesem Tool abzuarbeiten, wo man sagt, Deutsch, Mathematik, Englisch, AHS, Standard, was auch immer, das Sie hier brauchen. Man kann das alles machen. Es gibt den Import in Sokrates. Es gibt die individuelles Branding, was heutzutage, wie Sie wissen, in der Schule sehr wichtig ist. Man hat ein individuelles Branding auf dieser Plattform. Man kann das Berechtigungssystem anpassen. Es gibt Direktoren, es gibt in den größeren Schulen vielleicht irgendwelche Zwischenmanagement-Ebenen wie Abteilungsvorstände oder auch nicht. Es gibt Administratoren, es gibt Sekretärinnen und Sekretäre. Für diese Dinge gibt es hier die Möglichkeit, man kann Dokumente automatisch hochladen, man kann Statusanzeigen sich anschauen, man kann Statistiken über Schüler, über wann werden Schüler in welcher Form angemeldet, wann melden sich die Schüler an. Also es gibt da verschiedenste Dinge, die Sie hier anschauen können. Wir sind am österreichischen Stand der Technik bezüglich Web-Security, was ganz wichtig ist für uns, weil Sie wissen, das Problem ist, das sind Schülerdaten, das sind, nachdem das Religionsbekenntnis ist, auch sehr gefährliche Daten, die sehr schützenswert sind. Wir sind am Stand der Technik, wir haben uns dafür entschieden, dass wir das dementsprechend auch entsprechend ausarbeiten und entsprechend auch berücksichtigen. Es gibt automatische Updates durch das Entwicklerteam, das heißt, wir beziehungsweise das Entwicklerteam steht jederzeit bereit, um diverseste Updates, falls irgendwas sein soll, machen zu können, beziehungsweise aus sich heraus, wenn irgendwelche Anpassungen bezüglich Security notwendig sind, das auch zu tun. Und was auch sehr wichtig ist in dem Bereich, es gibt einen persönlichen Ansprechpartner bei allen Fragen. Das heißt, die muss man nicht mit mehreren, mit einer Hotline in irgendeiner Weise herumdiskutieren, sondern es ist etwas, was ich entsprechend hier direkt
direkt beim Entwickler, direkt bei den jeweiligen Anbietern hier machen kann. Den Kontakt gebe ich Ihnen noch, also das ist nur mein Name bzw. meine Adresse bzw. die E-Mail-Adresse, wo das sein könnte. Und ich darf Sie jetzt ganz kurz, darf Ihnen ganz kurz das vorstellen, wie das hier aussieht. Es gibt zwei Bereiche, und zwar der erste Bereich ist, ich habe eine Anmeldung, das heißt, ich kann mich anmelden und kann hier entsprechend meine Dokumente hochladen. Ich kann hier einsteigen, ich kann Ihnen das zeigen, wie das geht, beziehungsweise das können wir sich, wenn es notwendig ist, noch später anschauen, wenn Sie das gerne hätten. Und man kann hier entsprechend seine Dokumente hochladen, einen Schülernachweis bringen, einen Schularzt bestätigen. Also man kann das alles individuell anpassen. Dieses hier kann auf die Webseite integriert werden von einer Schule, beziehungsweise es kann auch direkt hier über den Link gebracht werden. Also da meldet sich der Schüler, die Schülerin an, beziehungsweise Erziehungsberechtigte, füllt seine Daten aus, kann seine Dokumente, die gefordert sind, hochladen. Die Schule kann abhängig von dem, welches System sie haben, beziehungsweise die Schule, es ist unterschiedliche Dokumente fordern, im Original oder so. Das heißt, das ist alles hier und der Schüler kann bis zu einem gewissen Grad das auch noch ändern und dann das Sekretariat. Und wenn Sie jetzt mehr oder weniger hier schauen, ich gehe das nur relativ schnell durch, es gibt hier das Backend-System, wo Sie den Schüler sehen, wo Sie sehen, welchen Schwerpunkt er gewählt hat, wo Sie sehen, ob die Noten eingetragen wurden, ob Sie sehen, ob er eine Aufnahmeüberprüfung braucht oder nicht. Und wenn man da jetzt zum Beispiel einen anklickt, einen Schüler, dann sieht man hier die ganzen Basisdaten, die er hat, mit Anschrift, persönlichen Daten, Kontakte, Schullaufbahn und so weiter. Also man sieht hier diese Dinge, man sieht hier oben entsprechend, jetzt landet er gerade, die Sozialversicherungsnummer, wir haben uns an das Sokrates auch gehalten, dass man entsprechend hier die richtigen Daten auch einfüllen kann. Hier gibt es den Status, der ist damit abhängig oder ist davon abhängig, wie Sie den Schüler mehr oder weniger bewerten. Und Sie können zum Beispiel hier den Status, abhängig von dem Status, können Sie dem Schüler automatisch eine E-Mail verschicken oder eine E-Mail zukommen lassen. Dann können Sie ihn einteilen in die einzelnen Abteilungen, die es zum Beispiel in den großen Schulen gibt. Und wenn es keine Abteilung gibt, diese Texte sind alle hier natürlich anpassbar. Dokumente können Sie hier einsehen von dem Schüler, die er hochgeladen hat. Und Sie können sie auch direkt hier als Sekretär, als Sekretärin direkt per Drag and Drop, das haben wir so gemacht, dass es einfach ist, hochladen. Und dann haben Sie auch quasi den digitalen Schüler. Und das, was entsprechend hier, was ich gesagt habe, mit den Noten eintragen, das heißt, Sie können hier die Semesternoten eintragen, eine Reihung vornehmen, wie denn der Schüler welche Noten er hat mit AHS Standard und wie es und mit Standard. Dann haben Sie den Notendurchschnitt, wenn Sie ihn eintragen. Sie können hier die Aufnahmeprüfungen entsprechend festlegen. Sie können sagen, Sie können das alles einbauen. Sie können sagen, welchen Status oder was er bestanden hat, nicht bestanden, für Fachschule bestanden. Das heißt, man kann hier auch dieses Aufnahmeprüfungsprozedere digital abbilden, was das sehr einfach macht, das Ganze Einverständniserklärungen zum Thema, wenn er zum Beispiel für den Schularzt oder für die Jodtabletten oder sonstige Dinge hat. Das heißt, das können das alles hier direkt am System abarbeiten. Und was ganz wichtig ist, für die Nachverfolgung ist das Journal, also alles, was hier passiert, wird im Journal aufgezeichnet mit dem User, also der Benutzer, der das gemacht hat, und mit demjenigen, was passiert ist und wann es passiert ist. Das heißt, das sieht man in den Anmeldungen. Man sieht hier verschiedenste Dokumente, ob die alle hochgeladen wurden. Man kann alles nachher natürlich ändern. Und hier die Klasseneinteilung, das ist auch ein wichtiges Instrument aus unserer Sicht. Man hat hier auf der linken Seite alle entsprechenden Leute oder Schüler und Schülerinnen oder Aufnahmewerber, die sich für dieses entschieden haben. Und die kann man per Drag and Drop in die einzelnen Klassen verschieben. Und dann hat man gleich sofort die Möglichkeit, hier das zu sehen, mit einem Excel-Export dazu, also wo dann welcher ist, dann kann man auf diesen Excel-Export weiterarbeiten. Und wenn man draufklickt zum Beispiel an den, dann sieht man hier die Notenübersicht, und zwar in Form dessen, ob er Standard oder AHS ist. Man kann ihn in die weiteren Abteilungen verschieben und man kann den Schüler hier in der Detailansicht wieder entsprechend im Detail betrachten. Also es geht uns, es ist bei diesem Tool, wir haben uns deswegen entschieden für dieses Tool, weil es aus unserer Sicht auch die Anmelde sieht man hier eine Übersicht, weil es uns, für unsere Sicht ein, aus unserer Sicht ein sehr sinnvolles, optimiertes Tool ist, um Schulanmeldesysteme möglichst effizient zu gestalten. Für uns war das wichtig, dass man nicht nur den Anmeldeten das Gefühl gibt, dass er in einer hochtechnisierten Schule ist, wo alles relativ gut und organisiert abläuft, sondern auch von vor allem der Administration bzw. der Direktion die Möglichkeit gibt,
diese Anmeldungen gut zu überprüfen, zu schauen, hat er es jetzt in Mathematik geschafft, hat er es nicht geschafft, wie ist der Status an sich. Das heißt, das System soll dem Schüler, der Schülerin gewisse Dinge abnehmen, das nachfragen, er kann dann nachschauen, beziehungsweise der Administration die notwendigen Schritte abnehmen, die sowieso digitalisiert werden können. Und wenn es der Herr Direktor sein soll, dann gibt es auch ein Dashboard, wo er immer hinschauen kann. Man kann schauen, wie schaut mein Anmeldestatus aus? Ich kann natürlich alles runterladen und kann zum Beispiel so eine Art von Überblick haben. Also das ist dieses Tool. Letztens, was noch Möglichkeit ist, natürlich, es gibt Rollen, es gibt Benutzer. Ich kann entsprechend alles für mich einstellen. Und was das Entwicklungsteam bzw. diejenigen, die das entsprechend betreiben, auch garantieren, ist es so, dass das die Ersteinstellung ist bei dem System dabei. Das heißt, das Entwicklungsteam hilft jeder Schule, dass hier entsprechend individuell das alles gebrandet und ausgestaltet wird, dass das funktioniert. Das ist das Versprechen auch vom Entwicklungsteam. Das heißt, aus unserer Sicht war das das Optimalste. Wir haben uns auch die Socrates interne Möglichkeit des Socrates zu befüllen angeschaut. Das ist aber bei weitem nicht das, was wir uns unter einem entsprechend digitalen und der Zeit entsprechenden Tool vorstellen. Für uns und für mittlerweile 7 andere Schulen ist das, was wir hier entsprechend verwenden. Und wir leiten gerne die Anforderungen weiter, die Anfragen weiter und würden uns freuen, wenn das natürlich mehrere Schulen verwenden würden. Vielleicht abschließend, letzter Satz zum Thema, was kostet das Ding? Also mit den entsprechenden Entwicklern habe ich gesprochen und es ist so, dass das auf einem Lizenzmodell basiert, weil aus unserer Sicht bzw. aus Sicht der Entwicklung oder des Entwicklerteams so ist, dass man als Schule natürlich nicht das große Budget im einmaligen Auftrag hat, sondern dass man das eigentlich über die Jahre sieht und über die Jahre so das Lizenzmodell ist. Das heißt, es geht darum, dass man hier über Jahre eine Lizenz erwirbt pro Jahr und entsprechend hier die Kosten, die laufenden Kosten relativ gering sind. Das wäre es im Grunde genommen. Natürlich könnte man hier noch mehr erzählen. Ich würde das auch gerne machen. Das heißt, wer Sie natürlich interessiert, noch mehr interessiert, bitte entweder eine Kontaktaufnahme per Telefon oder per E-Mail, wie auch immer Sie das gerne wollen. Und wir können dann gerne einen individuellen Teil oder individuellen Termin vereinbaren und individuellen Teil besprechen. Aus unserer Sicht wäre es sinnvoll, wenn Sie Interesse daran haben, dass wir das bereits heuer vielleicht noch, also in diesem Jahr bzw. Anfang nächstes Jahres realisieren können an Ihrer Schule, damit dann im Winter ohne Stress gestartet werden kann. Dankeschön und selbstverständlich bin ich noch für Fragen zu haben. Wir haben, glaube ich, noch 2 Minuten Zeit, ne? Oder 5 Minuten. Vielen lieben Dank, lieber Bernd. Ja, also im Moment kommen keine Fragen im Chat vor. Ich glaube, du hast eigentlich sehr gut alle Unklarheiten schon vorweggenommen und sie aufgeklärt. Und ich denke mal, so ein Praxisbericht, wenn ihr zufrieden seid mit so einem Tool, ist auch recht wertvoll. Wie gesagt, die Größenordnung der Lizenzgebühr richtet sich sicher auch nach der Größe der Schule, nehme ich einmal an. Und Größe der Anmeldungen, habe ich gesagt. Ne? Also das ist ja ein Thema der Anmeldungen, der prognostizierten Anmeldungen. Aber es ist für uns, wie gesagt, wir sind am unteren Level auch gesehen. Wir haben, wie gesagt, wir wollen, dass die Schulen einen Vorteil daraus ziehen, ja? Und nicht, dass jetzt dementsprechend solche Nunkosten gestützt werden. Für uns geht es auch darum, dass die Schulen einen Vorteil daraus haben. Gibt es noch Fragen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern? Ist irgendetwas noch unklar? Möchten Sie noch irgendetwas vom Kollegen wissen? Nachdem ich ja das Einschalten des Mikros nicht erlauben darf wegen der Aufzeichnung, würde ich da den Chat bevorzugen. Wenn da noch Fragen kommen, bitte gerne. Ansonsten darf ich mich bei dir, lieber Bernd, bedanken. Ich hoffe, es fruchtet. Du hast vielleicht jetzt dem einen oder anderen Appetit drauf gemacht, sich da Erleichterung zu holen für diese komplexe Situation der Schuleinschreibung. Und ich denke mir, dass
Schaut eigentlich sehr praktikabel aus und wünsche euch noch viel Erfolg damit. Das danke. Danke, für mich. Danke. Ich hoffe, ja, wenn, wie gesagt, wenn das Angebot, wenn Sie gerne wollen, einfach melden bei mir und wir werden da sicher eine Lösung finden für die individuelle Gestaltung in der jeweiligen Schule. Ja, danke auch für die straffe Präsentation und das Einhalten des Zeitrahmens. Und ich werde jetzt mal die Aufzeichnung wieder stoppen.